lernen können. So. Als nächstes habe ich aus einer weiteren Berliner Institution, der es um Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung geht, das Hanfmuseum, das schon seit Anfang der 90er Jahre hier in Berlin aktiv ist und immer wieder für Aufklärung, Informationsaufbereitung sorgt. Wer ihn noch nicht kennt, Rolf Ebbinghaus, aka Rollo, auch in der Szene bekannt. Kann ich nur empfehlen, eine Führung im Hanfmuseum bei ihm, sehr informativ, sehr gute Stimme. Rollo, das Mikrofon ist dir. Applaus bitte! Danke für die Blumen. Danke, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Danke ans euer Team auf jeden Fall. Allein schon das tolle T-Shirt dieses Jahr ist Anlass genug, hier sich bei der Hanfparade zu organisieren und mitzuhelfen. Auch du bekommst bestimmt dein T-Shirt. Aufklärung statt Verbote, das diesjährige Motto der Hanfparade. Aufklärung, ganz wichtig, wisst ihr noch aus der Schule, was das ist? Aufklärung ist der Ausgang, ich habe es extra aufgeschrieben, weil man kommt ja immer ins Stottern. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Kant erklärt es auch gleich weiter, denn Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das heißt, klar, wenn mir jemand sagt, was ich zu denken habe, dann bin ich nicht mündig. Mehr ist es nicht. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn diese Ursache derselben nicht an Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. In zwei Worten, wenn ich zu blöde bin, meinen Verstand zu gebrauchen, feiner gesagt, nach 20 Jahren Rotstift in der Bildungspolitik, ganz besonders im geisteswissenschaftlichen Bereich, da trifft man heute immer mehr Leute, die einfach nicht fähig sind, mit ihrem eigenen Geist umzugehen. So traurig es auch ist. Aber der Mensch ist lernfähig. Selbstverschuldet ist die mangelnde Aufklärung, wenn es mangelnde Entschließung und mangelndes Mutes ist. Und genau da sind wir. Und genau deshalb ist klasse, dass ihr hier seid. Denn ihr habt den Mut, aufgeklärt zu sein und euch zu entschließen für eine Sache, nämlich für die Normalisierung von Cannabis im Alltag, gegen diese elende Kriminalisierung. Denn ganz unaufgeklärt gefragt, warum ist denn Cannabis verboten? Ja, also grundsätzlich. Genau, die wollen das nicht. Also, Cannabis ist verboten, damit die Leute nicht kiffen. Gibt es sonst einen Grund? Die Leute sollen nicht kiffen, also verbieten wir das, dann kriegen wir das schon hin. Und warum sollen die Leute nicht kiffen? Weil es so unheimlich gefährlich ist. Da würde ich jetzt gerne mehr weiter reingehen, aber dann überschreiten wir weit die Redezeit. Entschuldigung, ich überschlag mich schon. Man kann noch vorher ausbremsen. Wenn man wirklich will, dass weniger Leute Cannabis konsumieren, dann muss man doch mal schauen, was das Verbot tatsächlich bewirkt. Cannabis ist ja nicht erst seit gestern verboten, sondern schon seit Jahrzehnten. Und nicht nur hier im Lande verboten, sondern weltweit. Cannabis ist weltweit seit Jahrzehnten verboten. Es gibt nur wenige Enklaven, wo ein weniger liberaler Umgang ist. Und es ist weltweit nicht so, dass die Zahl der Cannabiskonsumenten geringer würde. Und das, obwohl Cannabis verboten ist. Obwohl Cannabis verboten ist, wird die Zahl der Cannabiskonsumenten sogar mehr und mehr. Das heißt, ich habe ein Werkzeug in der Hand, was genau das Gegenteil bewirkt, was ich vorgebe, bewirken zu wollen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Denn darauf weisen wir auch im Hanfmuseum hin. Diese Widersprüchlichkeit erreicht nämlich nicht, wie gesagt, dass weniger Leute Cannabis konsumieren, sondern man erreicht mit dem Verbot ausschließlich, dass der wertvolle, nachwachsende Rohstoff Hanf von den Äckern verbannt wird. Und damit
eine Nutzpflanze, die 80% für den Menschen nutzbare Biomasse hat, einfach von den Äckern verbannt und für die ökologische Wirtschaft nicht mehr nutzbar macht. Und das mit dem Argument, Cannabis muss verboten sein, damit weniger Leute kiffen. Diese verlogene Geschichte muss man anprangern. Diese verlogene Geschichte ist nämlich völlig unaufgeklärt. Und jeder, der da nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt und sich ein wenig aufklärt, weiß, dass da unheimlich viel Lügen und Unwahrheiten sind. Deshalb ganz wichtig, das diesjährige Motto der Hanfparade: Aufklärung statt Verbote. Und die klare Forderung, auch in der Berliner Deklaration, ist sofortige Streichung von Cannabis und Cannabisprodukten aus dem Betäubungsmittelgesetz. Sofortige Entlassung aller in diesem Zusammenhang gefangen gehaltener Menschen. Das darf man nicht vergessen. Heute, immer noch, seit Jahren, seit Jahrzehnten, werden Menschen die Freiheit geraubt, sitzen Menschen im Gefängnis, die niemandem was zuleide getan haben. Nur weil sie mit Cannabis zu tun haben. Das ist Unrecht. Und zum Dritten müssen genau diese Ungerechtigkeiten wieder gut gemacht werden. Das heißt, Entschädigung aller Leute, die Probleme und Ärger mit den Behörden wegen Cannabis bekommen haben. Dafür stehen wir, das fordern wir, hier auf dieser und auf allen Hanfparaden. Dankeschön, dass ihr hier seid.